Einen wunderschönen guten Tag hier zurück auf der Gamsting. Eine neue Runde LS15 beim Säen. Eine neue Runde. Gleiches Feld, gleiche Vorgabe, aber ja, die Hälfte haben wir geschafft. Die andere Hälfte wartet noch auf sich, lässt noch auf sich warten. So. Aber das sollte man, denke ich, in der Folge dürfte man das ganz gut durchbringen. Hier die ganze Säaktion. So, dann machen wir hier mal die enge Kurve wieder und fahren gleich die nächste Spur hier hoch. Ups, nicht so sportlich in den Zaun reinfahren. So, jetzt hoffe ich, dass der alles sät. Mist. Mist, Mist, Mist. Was ist da los? Ist die Breite von GPS falsch oder was? Oh nee. Ach nee, ach nee, ach nee. Nee, Offset brauche ich nicht. Ach Mist. Das ist ärgerlich jetzt. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist echt blöd. Okay, dann werde ich da mal ein wenig nacharbeiten das nächste Mal. Beziehungsweise nach der Folge. Oder? Ja, hallo. Hey. Ach Gott, jetzt aber. Einloggen wäre schon was. In die GPS-Spur. Ja, ärgerlich. Mist, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Dass das eventuell zu schmal beziehungsweise die GPS-Spur zu breit ist und jetzt passt die natürlich nirgends mehr. Das ist echt blöd. Gut, dann ja, müssen wir halt leider ein bisschen Feintuning hier machen und das Ganze sauber nachbearbeiten. Ist jetzt blöd, aber hilft leider nichts. Das ist ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Gott, aber dann machen wir mal den hinteren Teil hier auf jeden Fall gleich fertig. Und dann schauen wir, so, jetzt bloß den Streifen hier noch mitnehmen. Und einmal heben. Jo. Wobei, vielleicht könnte es wieder ganz unten dann am Feld auf der anderen Seite passen. Wenn man hier immer mehr an Reihen einsparen oder die Zwischenreihe immer größer wird, dann könnte es ganz unten wieder ganz gut passen. Was natürlich auch nicht der Sinn der Übung ist, aber ja, leider, leider blöd gelaufen jetzt. Naja, gehört dazu. Dürfte der langsam auch gewohnt sein von mir, dass nicht alles so läuft, wie es soll. Gerade die letzten Folgen ist es alles andere, also spieltechnisch vielleicht schon, aber da war ja dann wiederum computertechnisch nicht so ganz das, wie es sein sollte. Da ist einiges etwas blöd gelaufen. Naja. Aber kommt vor und kann ich leider in dem Fall dann auch immer nicht ändern. Und gerade hier mit den Gamsting-Folgen hatte ich dann eben aufgenommen und ja, mich ärgert das dann immer, Folgen zu löschen. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, ja, hilft jetzt nichts. Ist leider jetzt zwei Folgen nicht so ganz so toll, aber dann eben wieder zu starten und vor allem an einem anderen Speicherpunkt quasi weiterzumachen, ist halt auch richtig blöd. Und deswegen habe ich mir gedacht, die bleiben jetzt online, sind halt leider jetzt zwei Folgen, wo der Sound nicht ganz so optimal passt. Mal abgesehen von den Folgen, wo die letzten Male da noch waren, wo dann mein Mikro sich irgendwie
nicht initialisiert hatte und. Also es war jetzt in letzter Zeit ist schon einiges schief gelaufen. Das ist, soll natürlich so nicht sein. Aber ja, wie man sieht, es hat sich jetzt auch mit den Projekten wieder etwas normalisiert. Es ist alles ein bisschen ruhiger geworden. Wieder, es sind weniger Projekte. Das war jetzt ein, zwei Wochen, wo richtig, richtig viele Videos kamen. Auch mit der Livestream-Aufzeichnung, die war halt auch noch dabei. Das ist ja dann auch noch partweise gekommen. Wobei ich da glaube, dass das die sinnvollste Variante ist, bevor ich da das Video in voller Länge hochlade und sich das keiner anschaut, ist es glaube ich sinnvoller. Hey. Was macht er denn jetzt schon wieder? Senkt doch die Sämaschine, danke. Ja, so ein Livestream dann als komplettes immer online zu stellen, ist halt einfach ein Mist, weil für einen selber, die Leute schauen es dann 2 Minuten an, spulen vielleicht vor zu Punkten, wo sie interessiert und schalten aber dann relativ schnell wieder weg. Und ja, das hat man halt bei 15 Minuten Parts nicht unbedingt so. Da sind doch die Leute eher, dass sie das Video länger anschauen. Wobei bei mir aktuell die Watchtime auch ganz schön runtergeht. Also es war schon mal besser, wobei ich auch teilweise das damit, ich denke mal, dass es daran liegt. Ich habe eine Zeit lang ja relativ oft ja gestreamt und jetzt in letzter Zeit einfach aus zeitlichen Gründen das Ganze eher wieder weniger gemacht, beziehungsweise ja eben einfach keine Zeit dafür gehabt, um wirklich sinnvoll zu streamen. Und ja, diese Watchtime wird halt in die ganze Analytik mit einbezogen, und wenn man da natürlich dann nicht mehr so viel streamt, dann ist natürlich auch der Punkt, dass die Watchtime runtergeht, ganz klar gegeben. Aber ja, auch in dem Bereich wird es jetzt dann hoffentlich wieder den ein oder anderen Livestream geben. Ich weiß noch nicht genau wann, aber habe auf jeden Fall mal wieder Bock drauf, dass man da im Livestream ein bisschen was macht und dann dementsprechend dann auch wieder die Videos werden dann definitiv in Parts geschnitten und kommen dann eben ja zum späteren Anschauen auch auf den Kanal. Ich weiß nur noch nicht, ich würde ganz gern eigentlich so ein Livestream-Projekt machen, also mit einer wirklich mit einer Map, die man immer wieder weiterspielt und nicht nur im Livestream mal ein bisschen spielt und dann beim nächsten wieder was anderes, so wie ich es mit der Green River. Das war ja eher so ein Let's Test oder Test-Livestream, wo wir die Karte angeschaut haben, wo wir ein paar Funktionen uns angeschaut haben von der Karte. Fand ich in dem Fall ganz cool, aber wie gesagt, ich hätte da gern irgendwie eine Karte, wo ich halt immer wieder spiele und dann eben die Livestreams drauf mache und da irgendwie so ein bisschen konstant das Ganze mache, aber eben diese Karte dann wirklich nur für die Livestreams spielen, kein jetzt direktes Let's Play oder irgendwas, sondern da wirklich nur eben live mit euch zusammen dann, beziehungsweise euch dann beim Zuschauen und ich eben dann live beim Spielen, dass man da eben ein bisschen spielt und Spaß hat auf den Karten und dann dementsprechend das Ganze natürlich dann auch auf den Kanal kommt, aber das dann eben in Parts. So, jetzt mache ich natürlich, eigentlich macht man das Vorgewende erst danach, aber das ist mir jetzt in dem Fall wurscht. Ich mache jetzt hier die Ecke mal wieder halbwegs fertig, soweit wie ich, soweit bis ich am Zaun hänge.
So, mal wieder das Eckchen hier. Das ärgert mich auch so ein bisschen immer. So, jetzt machen wir das Ganze hier völlig professionell und ziehen das gleich hier runter, diese Bahn. Dann fahren wir die andere wieder rauf. Wobei, da müssen wir fast... Ah ne, das kann ich dann anders runterziehen, das passt schon. Kriegen wir alles hin. So, da ist natürlich jetzt... Okay, jetzt muss ich dann doch mal ohne GPS fahren, weil sonst... Wobei, eigentlich wäre es in dem Fall jetzt wurscht gewesen, ob man jetzt da den dünnen Streifen erst oder jetzt dann den dünnen Streifen nochmal machen müssen. Ist eigentlich ziemlich wurscht in dem Fall. Ja, Kalksteuer war auch nicht auf der richtigen Breite eingestellt, sehe ich jetzt gerade hier. Der hat da doch immer wieder mal was ausgelassen. Natürlich nicht optimal, aber macht jetzt auch nichts. So. Bei aller Liebe zur Realität, aber wie ihr so schön geschrieben habt, Stell, es ist alles andere als Realität und das ist halt einfach auch so. So realistisch, wie man sich's auch macht. Und mir ist völlig bewusst, dass ich das sowieso nicht jedem recht machen kann, wie ich hier arbeite, was ich hier arbeite. Und von dem her kann ich auch mal solche Sachen hier machen. Das stört mich dann auch nicht weiter. Da gibt's dann doch Schlimmeres. Ich meine, ich schaue ja eh noch, dass ich halbwegs vernünftig das ganze Spiel spiele, denke ich. Und nicht hier irgendeinen Schmarrn die ganze Zeit mache, sondern doch irgendwo effektiv und ja, wie gesagt, im eigenen Ermessen so realistisch wie nur möglich zu spielen. Aber andererseits komme ich auch nicht aus dem Bereich der Landwirtschaft, von dem her habe ich da eh von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und von daher mache ich es einfach so, wie ich mir das einbilde, wie ich meine, dass es sinnvoll wäre und auch halbwegs realistisch wäre, beziehungsweise so, wie ich es halt einfach von Natura her kenne, von den Bauern hier so im Umkreis, wie die das machen. Und dementsprechend machen die mit Sicherheit vieles nicht so, wie ich das hier mache. Aber wie gesagt, da muss man dann auch mal die Kirche im Dorf lassen, was hier an Realismus gegeben ist vom Spiel und was man daraus macht. Und ja, ist alles immer eine Ansichtssache. Von dem her belassen wir es mal so. So, jetzt aber. Dann haben wir auf jeden Fall den oberen Teil schon wieder geschafft in der Folge. Perfekt. Ich sehe gerade, dass im Drescher auch noch Raps drinnen ist. Den müssen wir dann auch noch abholen. Den hätten wir eigentlich beim Zurückfahren von Klaas gleich abtanken können, aber da ist mir das leider nicht aufgefallen. Somit müssen wir jetzt dann nochmal eine Ehrenrunde mit dem Klaas machen und eben den Drescher mal schnell abtanken. Und dann wollte ich ja endlich mal noch den Kurs für den Radlader einstellen. Das steht auch noch aus. So, jetzt stehe ich natürlich hier mittendrin und nicht nur dabei. Jetzt ziehen wir dabei hier runter. Irgendwie das Ganze eben so effektiv, wie es nur möglich ist, hier zu machen. Effektiv ist aber gerade was anderes, glaube ich. Ja, hier habe ich es sogar ganz gut hingekriegt mit genau einer Vorgewendebreite. Gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen. So. Ups. Eieieiei.
So viel zum Thema, ich versuche ja eh keinen Scheiß zu machen. Da wären wir wieder beim Thema gewesen. So, ups. Dann ist er jetzt gesenkt. Ne, ist nicht gesenkt, oder? Nee, ist er nicht. So, jetzt ist er aber gesenkt. Gut. Gut, aber damit bedanke ich mich auch mal wieder fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und ja, bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.